Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Season Let's Play Together Minecraft. Ausschließlich diesmal mit dem Jay. Hi. Und mir. Dennis hat keine Lust, der Christian muss für die Uni was machen, aber ich hoffe, die werden dann im Nachhinein nochmal dazustoßen. Zumindest Christian hat Interesse angedeutet. Und es läuft vorerst ohne Splitscreen, weil der technische Aufwand jetzt gerade zu hoch ist, weil ich selber viel zu tun habe. Aber wir haben trotzdem Lust auf Minecraft. Und wir starten hier direkt interessanterweise an einer Höhle. Aber das sollte uns jetzt nicht direkt interessieren, weil wir brauchen Holz. Oh ja, ich finde diese, was sind das, Vorhänge ganz wichtig. Scheiße, hier können wir ja gar nicht bauen. Vorhänge. Vorhänge, die hier runterhängen. Die heißen Wines. Wines. Käse zum Wine. Heißt euch auch herzlich willkommen zu unserem Terraria 3D Let's Play. Ja, jetzt mit Adventure Update 1.8. Ja. Wir sind sehr gespannt, vor allem auf die Höhlen. Da habe ich schon mal privat ein bisschen gezockt und. Ich noch gar nicht. Scheiß die Wand ansehen, die geil aus. Also das Erforschen und generell das Minen ist jetzt so viel cooler und abwechslungsreicher als vorher, so wie ich das sagen kann zumindest. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, und. Also die Foodbar hat mich schon ein bisschen genervt sogar, ehrlich gesagt schon, weil... Jade, das muss ich noch sagen. Shift-Links-Klick beim Craften macht sofort alles, was du machen kannst, daraus. Mhm. Okay. Das ist unheimlich praktisch. Das finde ich so ziemlich die beste Neuerung. Ja, stimmt. Scheiß auf die Dungeons. Scheiß auf die Dörfer. Lass uns doch direkt so ein Dorf suchen, dann haben wir schon mal eine Bleibe und brauchen uns keine bauen. Ich komme zu dir. Das kann aber dauern, bis man ein Dorf gefunden hat. Ich weiß nicht, wie häufig die vorkommen. Ich auch nicht. Okay, testen wir mal. Zack. Oh ja, das funktioniert tatsächlich. Das finde ich halt total super. Ist natürlich auch eine negative Sache, wenn man direkt erstmal aus seinem ganzen Holz nur Stöckchen macht. Ja, okay, das sollte man natürlich lassen. Natürlich dann weniger klug. Irgendwie finde ich es blöd, dass die... Wir sind jetzt hier in dem offiziellen Sumpfgebiet übrigens, deswegen haben die ganzen Bäume auch diese Wines. Ja, Notch muss das Sumpfgebiet noch ein bisschen sumpfiger machen, so sumpfig sieht es nämlich nicht aus. Aber die Bäume sind höher, das finde ich irgendwie scheiße. Echt? Warum sind die höher? Ja, normalerweise ist ein Standardbaum so, dass man den komplett einmal erreichen kann. Das ist ein Standardbaum. Aber hier hast du so einen fast überhaupt... Oh, da ist einer. Vielleicht laber ich auch scheiße. Ich habe jetzt gerade aus Versehen erstmal 5 Holzhacken gemacht. Ich muss erstmal klarkommen da drauf. Alles klar. Ich fürchte, so. Die wirst du nicht alle brauchen. Ja. Irgendwann werden wir nämlich auf Stein umsteigen. Deswegen werde ich jetzt, tja, was mache ich denn jetzt? Ich meine, wir können uns natürlich auf der Suche nach einem Dorf machen, aber wie gesagt, dann könnten wir die ersten 5 Folgen mit Dorfsuche beschäftigt sein. Ja, ist doch super. Diese Dungeons können jetzt überall sein, oder wie verstehe ich das? Ja. Muss ich das verstehen? Ja. Die sollen doch, glaube ich, gar nicht so selten sein. Also in meiner Singleplayer-Welt, die ich ein bisschen angezockt habe, hatte ich quasi direkt einen neben dem Spawn. Also das sind dann auch unterschiedliche. Entweder das sind so verlassene Minenschächte, wo dann tatsächlich da noch so Holz rumliegt, wo schon Fackeln geplantet sind. Ach, guck mal, jetzt ganz viel Eisen. Ich will dich ja nicht unterbrechen, aber ich unterbreche dich mal. Na toll, Arsch. Kann ich überhaupt das Eisen abbauen mit? Holz glaube ich nicht, Holz? Weiß ich jetzt aber nicht genau. Ich glaube auch. Ja, das war sehr unangenehm in den Ohren. Ich stell auf meinen Headset leiser. Puh. Ey, irgendwas leuchtet da. Auch schön, wenn man Eisen findet, bevor man Kohle findet. Das hatte ich noch nicht so oft. Hast du hier deine... Ah, ich mach mir auch einfach mal so eine komische... Ne, die habe ich ein bisschen weit Holzbar. Zurückgelassen. Ja. Aber man kann ja jetzt sprinten, dann ist das alles vollkommen Wurst. Wow. Also was ich sagen wollte, was man da finden kann, ist halt einerseits diese verlassenen Minenschächte, wo dann auch halt, wie gesagt, so Holzschächte sind mit Fackeln und allem. Und... Verdammt, diese Railroad-Systeme liegen da auch so teilweise rum. Ey, cool, dann kann ich die auch direkt abbauen. Genau. Oder halt so richtig, richtig tiefe Dungeons.
Okay, vielleicht sind wir ja schon in sowas. Die, sind auch teil, die haben auch teilweise eine Oberfläche bis nach oben. Also du kannst da quasi ganz, ganz tief runter gucken. Manchmal findet man halt auch nur halt schon in der Höhle drin. Okay. Also die ganze Welt hat sich ziemlich gewandelt. Die Welt liegt im Wandel. Die Welt von Minecraft, ja. Und das Beleuchtungssystem ist auch ganz anders. Das sieht total cool aus. Gibt's denn irgendwie was? Kann ich denn irgendwas dann nachher kriegen in den Dungeons, da irgendwelche Truhen oder was? Aber Artefakte gibt's hier noch nicht, da können die mal alle auch noch irgendwann reinmachen. Vielleicht mit 1.9, also das ist ja jetzt quasi Adventure Update 1 von 2. 1.9 soll das Ganze dann perfektionieren. Ich bin gespannt, hier ist übrigens Kohle. Ja, ich bin auch gerade schon Kohle am Abbauen. Ich warte eigentlich nur darauf, dass ich von hinten angegriffen werde von irgendwas. Der Enderman! Oh Gott. Huch. Oh mein Gott, wie viel Kohle hier liegt. Ja. Very angenehm. Auf jeden Fall. Weil ich habe jetzt auch schon so ein paar. Ich glaube, so gut mit Eisen und Kohle war ich noch nie in den ersten 10 Minuten verseucht. Das stimmt. Irgendwie ändert sich meine Hungerleiste da gar nicht, kann das sein? Das wird aber passieren, wenn du so sprintest und hüpfst und so, dann... Ich habe nämlich jetzt schon nur noch von dem ersten die Hälfte. Interessant. Das heißt, also, das ist auch relativ wichtig. Wenn ihr nämlich auf 0 geht, dann verlierst du Leben. Das heißt, man muss Tiere töten. Sowas darf ich nicht unterstützen als Tierarzt. Angehender Tierarzt. Ja, stimmt. Geht ja gar nicht klar. Ja, dann verreckst du halt. Tiere veressen, töten. Die was, hattest du vorhin nochmal zu essen? War es nicht ein Mettbrötchen? Und eine Frikadelle. Aber da sind Zwiebeln drin. Ja, aber. Ja. Das hat heute der Umweltminister von NRW hat gesagt, dass man nur noch, das ist einer von den Grünen, hat gesagt, dass man nur noch zweimal pro Woche Fleisch essen soll. Weil ein Kilo Fleisch in der Herstellung 13 Liter Treibhausgase ausstößt, quasi. Ich glaube, mit diesem Gedanken kann ich mich nicht wirklich anfreunden. Ja. Weil Essen ohne Fleisch ist eigentlich No-Go. Jo. Das hat mein Notch auch erkannt. Ja, genau. Wobei, du kannst ja Brot essen. Oder Pilzsuppe. Aber zumindest kein Gemüse. Oder sind Pilze jetzt Gemüse? Melonen gibt's auch beispielsweise, aber das sind, glaube ich, Früchte. Scheiße, ich darf dich jetzt hier nicht verlieren übrigens. Stimmt, ich bin hier neu in meiner Höhle, wo ich das Eisen gefunden habe. Da habe ich die ganze Zeit abgebaut. Wo bist du denn? Ich bin jetzt hier wieder an der Oberfläche. Ah, da. Drück mal Tab. Ach, scheiß die Wand, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Mit Ping-Anzeige und allem. Unglaublich. Es gibt jetzt auch Riesenpilze übrigens. Wenn du Knochenmehl auf diese Fliegenpilze anwendest, dann wachsen die so groß, dass du da theoretisch ein Haus reinbauen kannst. What? Geil, das will ich nachher mal testen. Okay, was machen wir? Irgendwie einen Plan? Vielleicht sollten wir, also hier sind irgendwie überhaupt keine Tiere, sollen wir uns noch ein bisschen bewegen und mal Tiere finden, weil Wüste? Mir fehlen schon wieder zwei Balken vom Hunger und das gefällt mir überhaupt nicht. Kann man die Pilze nicht essen? Nee, da musst du Suppe rausmachen. Wie geht das? Ja, das weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Hast du zufällig ein Schwert über? Weil sonst, ach, hier ist nochmal Eisen. Ich habe ein geiles Holzschwert, ja, eins. Ja, passt schon. Ich habe hier Eisen noch gefunden. Hier ist das Licht auch ganz anders gerade. Ja, das sieht komplett anders aus. Wenn du dann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir hier schon unseren ersten geheimnisvollen Dungeon gefunden? Ja, der ist noch zu klein für die echten Dungeons, aber naja, schon nice. Wenn du jetzt hier eine Fackel plantest, das sieht komplett anders. Alter, mir fehlen jetzt schon drei von meinen. Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Awesome. Ja. Auf jeden Fall. Das sieht ja echt cool aus. Krass, es flackert sogar. Grafik. Muss man ja schon sagen. Das sieht hübsch aus. Ich sammle nochmal Pilze, falls wir irgendwann rausfinden, wie man die Suppe machen kann. Es wird übrigens gerade auch schon dunkel. Das ist super. Nord. Naja. Hier ist nix. Es gibt jetzt auch Flüsse übrigens. Vorher gab es sie nur.
Ich bin natürlich runtergefallen, ich fast. Oh lalala, was geht denn hier ab? Ach du Scheiße. Alter, der Himmel ist rot. Blood Moon. Ja, genau, jetzt Blood Moon. Scheiße, wo bist denn du jetzt? Ach, da hinten. Ich bin hier runtergefallen. Ja, das weiß ich auch. Ja, eigentlich da, wo ich runtergefallen bin. Also, da, wo du runtergekommen bist. Ja, ich sehe dich. Ich will es ja aber noch weiter erkunden, muss ich ehrlich sagen. Ja, komm, dann komme ich auch runter. Ja, komm. Aber scheiße, boah, kannst du kurz minimieren und nachgucken, wie das mit der Suppe geht? Suppe. Suppe finde ich... Minecraft-Wiki, jetzt kannst du es endlich sagen, weil Terraria hast du dich ja immer vertan. Ja, in Terraria-Wiki suche ich jetzt. Ach, verdammt. Alter, wieso sind hier keine Monster? Warte mal kurz, muss mal kurz Aufnahme beenden. So, Server steht wieder. Ich war natürlich so monstermäßig intelligent und habe sowohl Animals als auch Monster ausgeschaltet. Wegen der Adventure-Maps. Wo sind die Tiere? Ich habe mal gerade nachgeguckt. Drei, du musst so ein, erstmal musst du eine Schale basteln. Die machst du aus den Holzplanken. Ja, wie? Indem du links, rechts und unten in der Mitte einen rein machst. Weißt okay. du, dann so eine kleine Schale ergibt. Aus ja. drei Planken. Dann stellst du eine Schale. Uiuiui, mit dem Sprinten ist gefährlich. Ich drücke häufiger doppelt nach vorne. Echt? Ja. It's not good. So, ich mach mal hier so mehr Schalen. 1, 2, 3, 4. So, ich hoffe, du hast auch ein paar Fliegenpilze gesammelt. Dann brauchen die auch. Und die Pilze. Echt? Ich habe zwei Fliegenpilze. Ja, dann kannst du ja immerhin schon mal dir zwei Suppen machen, indem du den Fliegenpilz in der Mitte machst. Ja. Oben in der Mitte den normalen Mushroom und unten dann die Bowl. Kannst du Mushroom Stew machen. Tatsache, vielen Dank. Bitte, bitte. Wie viel Hungerleben hast du denn noch, Hungerdingens? Ich habe 3,5 weniger. Okay. 5 Dinger macht das übrigens. Ja, habe ich gerade schon gesehen. Das heißt, wenn du gleich Probleme haben solltest, kannst du noch eine von mir haben. Ja, ich habe jetzt selber mir einen gemacht. Ah ja, sehr gut. Weil einen hatte ich noch durch Zufall wieder drin. Okay, so, jetzt haben wir schon mal ein Schwertchen gemacht. Ah, ich sollte mir vielleicht auch was Besseres als ein Holzschwert machen. Scheiß auf die ganzen Holz. So. Na gut, dass daneben wir uns jeder seine eigene Bar hat. Damit wir nicht zusammenspielen können. Ja, ist halt so einfach praktischer. Okay, du bist da runtergefallen, oder wie? Ja, aber nicht ganz. Du weißt, dass wir jetzt hier nicht mehr auf einem Server sind. Das heißt, wir müssen darauf achten, wieder zurückzukommen und im Notfall auch schnell. Was? Auf dem Server konnte man sich ja hin und her teleportieren. Aber das geht hier nicht. Ja. Hm, verdammt. Hier ist aber auch nichts. Ach, da ist gar nichts. Nee, das ist natürlich öde. Ja. Jetzt müssen wir mal herausfinden, wann man so Tag hat. Ja, dafür bräuchten wir jetzt eine Uhr. Ich höre eine Spinne. Ich sehe eine Spinne. Nee, das sind... Das sind die Holzsacken. Ich dachte, das wäre mit dem Beinchen. Es gibt übrigens auch neue Spinnen, blaue, die vergiften einen. Ich glaube, die sind aber eher tiefer zu finden. Und im Kampf, du kannst jetzt mit dem Schwert, drück mal Rechtsklick beim Schwert, wenn du das Schwert ausgewählt hast. Und du, wenn du verteidigen. Genau, und wenn du sprintest und schlägst, dann wirfst du die so zurück, ganz praktisch beim Creeper. Und wenn du springst und dann, wenn du im Fallen die schlägst, machst du einen Crit. What? Ja, alles klar. Hä? Das sieht ja komisch aus hier. Lightning ist, glaube ich, noch nicht optimiert. Warum? Ja, bei mir ist hier ab hier dunkel. Der Bereich hier ist auch dunkel. Okay. Hast du denn kein Texture Pack oder hast du eins drauf? Nee, kein Texture Pack drauf, genau. Ja, unser Dungeon sieht genauso aus wie eine Höhle, also haben wir keinen Dungeon gefunden. Juhu. Das ist korrekt. Das ist kein Dungeon. Ich höre aber ganz viele Spinnen. Ist denn hier nochmal was Spannendes? Irgendwie ist hier voll der Kreis, den wir so gelaufen sind. Ah, hier geht's wieder nach oben.
Ja, ich glaube, von da sind wir gekommen, oder? Du hast absolut recht. Die Spinnen sind oben. Ui! Ja. Ich glaube, ich muss mal was futtern. Enderman! Oh, lol. Guck den nicht kann an. Ich, kann ich jetzt nichts essen? Du musst Rechtsklick gedrückt halten beim Essen. Ja, es gibt jetzt eine Essensanimation. Wieso darf ich den Enderman nicht angucken? Weil der dann dich zurück anguckt und wenn du dann wegguckst, dann fängt er an dich zu hauen. Wenn, sonst macht er dir überhaupt nichts. Mich würde das aber schon mal interessieren. Ja, mich ehrlich gesagt auch, aber Moment. Der kann nicht. Der kann. Du meinst, wir kriegen zu zweit nicht den Enderman down? Ja, doch, eigentlich schon. Ich guck ihn an. So, hi. Guck mich an. Ja, komm. Der bewegt sich ja. Auf mich, geradezu. Guck mal wieder weg. Ein bisschen Angst. Der macht ihm gar nichts. Ich guck den auch gerade an, guck wieder weg. Soll ich ihn angreifen? Ich glaube, das ist noch nicht perfektioniert. Hi. Wieso macht denn der Zombie-Geräusche? Das war aber kein Zombie, das kann ja kein Zombie gewesen sein. Der wäre ja eigentlich angekommen direkt. Guck mal, den Block hat der Enderman genommen. Der kann nämlich Blöcke transportieren. Ganz schön frech. Ja, ah, ich sehe einen Zombie im Hintergrund. Zombies lassen Zombiefleisch fallen. Ich weiß noch nicht so ganz, ob man die essen darf oder nicht. Oh, da ist auch ein Zombie. Ja, ich hab das Ding. Ich fress es mal. Jetzt hat sich mein Futter in was Grünes verwandelt. So grüne Umrandung. Okay. Mal schauen, was passiert. Bisschen Angst. Vielleicht bin ich jetzt ein Zombie. Wo bist du vor Atta? Ein Wookie-Zombie. Du hast einen Pfeil in dir drin stecken. Ganz schön frech. Das sieht ja echt nett aus. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, Richtung Wüste zu laufen. Ja. Okay, jetzt ist das Grüne aufgehört. Vielleicht habe ich jetzt Glück gehabt mit dem Überleben. Oder da ist ein Creeper. Oder auch nicht. Oder da ist ein Creeper, ja. Lol. Wo ist der Creeper hin? Der ist hier reingefallen. Fail. Wie geil ist das denn? Ey, wieso kriege ich denn nur diese braunen Pilze? Vielleicht kann ich die auch direkt essen. Nee, das habe ich glaube ich schon ausprobiert. Stimmt, kann man nicht. So, jetzt können wir eigentlich nochmal eine Runde spazieren gehen. Ja. Und vor allem die Fliegenpilze mal sammeln. Ja. Pilzsuppe ist ja echt geil. Oh yeah, baby. Ja. Boah, ganz viele. Oh ja, nice. Papp. So. Und dann kannst du haben. Nice auch. Ich bin am Ring des Skelett. Patsch, patsch. Das glaube ich. Kohle? Eine Kuh? Ich sehe eine Kuh. Ich sehe Kohle. Kühe lassen mittlerweile auch Fleisch fallen. Geil, so ein Steak. Bam. Und vor allen Dingen laufen Tiere jetzt weg, wenn man die einmal schlägt. Echt? Ja. Wow, Kühe kriegen wir endlich eine KI. Finde ich aber witzig, Notch hat darüber ein bisschen erzählt. Der hatte das halt eingebaut, damit das realistischer wirkt. Und dem ist dann aufgefallen, dass Schafe ja von Wölfen attackiert werden und die dann auch anfangen wegzurennen. Das ist so witzig, dann ist er durch die Welt gelaufen, hatte das überhaupt nicht im Kopf und sieht dann auf einmal ein Schaf von einem Wolf wegrennen. Fand ich sehr spaßig. Ey, hey. Hi. Da war recht großer Kohleflöz. Oh ja. Oh, ich seh rote Pilze. Rote Pilze. Und ein Chicken. Chicken sind jetzt relevant, weil die auch Fleisch fallen lassen. Und Erfahrungsleiste wieder mehr, die noch nichts bringt. Okay, das hier ist glaube ich auch ein Bug. Ein Pilz ist da gespawnt, wo das Ende eines Baumes sein sollte. Naja. Ich will mal hier aus dem Sumpf raus. Sümpfe sind uninteressant. Ja, jetzt sind wir im Wald. Oh ja, stimmt, das ist kein Sumpf mehr. Ist auch zufrieden. Was ist das? Oh, was hier? Lustiges? Oh, ich hab grad ein mega Standbild. Ah, jetzt geht's wieder. Ah, ne, das ist auch nicht das Richtige, aber Cola.
Ja, ich weiß nicht, wie findet man den Dungeon jetzt an der Oberfläche oder was? Das teilweise, dann dahin gehen oder bauen wir uns jetzt gleich ein Häuschen oder was? Ja, ich würde sagen, wir bauen uns ein Haus an einer vernünftigen Position, wo auch was Spannendes in der Nähe ist. Okay, dann suchen wir mal was Spannendes. Kurz in die Höhle gucken. Wo bist du denn? Ich bin nur weiter in die Höhle reingelaufen, nur 2 Meter, aber... Ah, da. Ach, nee, sieht nicht so spannend aus. Gut. Blümchen. Auch wenn man keine Quest mehr abgeben muss. Aber trotzdem. Sugar Darling. Wo bist du? Geh mal weiter hier in die Richtung. Na, das war klar. Hier. Da. Wälder sind ganz schön dicht geworden. Oh, Schwein. Oh, Schwein gehabt. Es gibt immer noch crappy Bäume. Ja. Yeah. So, das ist Zeit für meine nächste Suppe. Ah, lässt sich jetzt stapeln, ne? Ja, was sehr gut ist. Sehr angenehm. Dieses scheiß Schwein. Toll! Haha, abgezogen. Sack. Das sind nur Schweine. Was? Sprintet. Komm her. Oh, wie die fliegen! Mega Crit. Hallo? Ah. Hallo? Boah. Ich habe gerade ein kleines Standbild. Hallo? Ich höre dich, ja. Ja, ich dich auch. Aber ich habe halt trotzdem ein Standbild. Ich versuche auf Bäume zu klettern, um unsere Lage einzuschätzen. Ich sehe hier nämlich erstmal nur Wasser. Wasser ist... Ah, jetzt geht's. Langweilt mich. Wir können besser, Jay. Ja, ich sehe dich. In diese Richtung gehen. Entlang dem Wasser. Sozusagen, ja. Vielleicht finden wir ja sogar Clay oder sowas. Hui! Was ist denn das jetzt hier? Gib mir noch ein bisschen Stew. Ich muss mal eben hier so ein Stew-Ding bauen. Was bauen? Ich will noch ein paar Pilzchen haben. Ah, du meinst Suppe. Suppe. Jo. Die kann man nicht stapeln. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Jo. Ja, Suppen hat man normalerweise auch nie so krass wie Schweinefleisch. Ja. Jetzt habe ich wieder keinen Hunger mehr. Das ist ein bisschen bescheuert, dass wenn man springt und dann runterfällt, den Crit macht. Da hinten ist Clay. Oh, das sieht hier auch spannend aus. Ist das nicht Clay da hinten? What the hell? Aber ist eigentlich noch nicht tief genug. Vor allem, wie kommen wir hier wieder hoch, wenn wir uns da runtergelassen durch das Wasser? Warte. Alter, das ist kein Clay. Check's mal kurz ab. Nicht ohne mich. Hurra! Das war jetzt ehrlich gesagt nicht so erfolgreich, wie ich gehofft hatte. Das sieht aber echt komisch aus hier. Ja, normalerweise gibt's halt solche Dinger bis sehr, sehr tief nach unten. Das sieht halt schon echt fucking awesome aus. Im besten Fall hast du dann auch so einen Wasserfall. Alter, ist das laut, wenn du in dem Wasser rumspringst? Ich verstehe dann kein Wort mehr von dir. Okay. So. Oh ja, das stimmt. Das ist echt arschlaut. So. Das gibt's doch gar nicht. Wenn du ins Wasser springst, ist es viel zu laut. Ja. Wird schon wieder dunkel? Wieso gibt's hier keine Berge, Mann? Hör, wir sind halt im Flachland. Ja. Hey, guck mal, ich hab Saat gefunden. Wir können es jetzt
awesome Sachen machen. Also Getreide. Yay, wir haben eine Wüste gefunden. Nein, mit einem Fluss. Guck, ein Fluss. Ach, das ist ein Fluss. Oh, ich sehe Berge. Ich sehe Sugarcanes. Tja, ich laufe mal genau in die andere Richtung. Ich höre eine fette Spinnenattacke und Zombies. Ich kann ja gar nicht mehr mit F3 so schön gucken, ja, wo hier so Viecher sind. Ja, du kleiner Cheater. Das ist ja frech. Das kannst du auch drücken. Durch Sprinten kann man jetzt deutlich weiter springen. Was ist das? Springen über Baumzipfel hinweg. Oh ja, ich sehe jetzt auch noch den Berg. Also mal auf zum Berg, oder was? Ja. Ich will hier aber Schafe töten, damit wir uns schon mal Betten leisten können. Oh, ich sehe einen schönen... Oh, das sieht nice aus. Da müssen wir mal, glaube ich, gucken gehen. Gleich. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wo du bist. Ich bin bei dem Berg. Da, wo auch Schafe sind. Das sieht ziemlich awesome hier aus. Hier müssen wir was machen. Okay. Da ist eine Höhle in dem Berg drin. Das sieht ziemlich komisch aus. Wo bist du da? Ah, ich seh dich. Es bietet sich ja schon fast an als erste Behausung, dass wir ein bisschen ausbauen. Ich will erstmal eigentlich nach oben gucken, was da noch so ist. Ja, können wir natürlich auch machen. Weil hier sind Fliegende auch. Gibt es die Inseln? Die gibt es noch nicht, diese fliegenden Inseln, die angeblich da kommen sollen. Ne? Gibt's was noch ist nicht. Das denn hier? Ist das ein Grafikfehler? Wow! Was? Bitte. Oh. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Spannendes. Ja, vielleicht haben die noch echt Grafikfehler. Das muss noch gefixt werden mit dem Hell-Dunkel. Ja. Boah, mit Run-Hit. Guck dir mal an, wie riesig Wälder mittlerweile sind. Ich sehe die Wälder gar nicht mehr. Hab ich zu wenig drin? Ah ja, den F-Button gibt's auch nicht mehr. Oh. Kann ich das in den Video-Settings so nachgucken, oder? Nee. Hä? Doch, müsste eigentlich. Wo denn? Render Distance? Ne, was ist das denn? Doch, das ist Render Distance. Ah, ich hatte auf normal stehen. Jetzt sehe ich auch ein bisschen mehr noch. So, das sieht sehr bergig aus hier. Du siehst bergig aus. Wenn ich am Strand liege, ohne Klamotten vielleicht. Alter, oh mein Gott, das sieht so krass aus. Bergig? Ja, da muss ich erstmal ein paar Kühe drauf töten. Ja, Kühe, verdammt Kühe. Kuhficker, ey. Dass die immer so weit wegfliegen müssen. Ja, das machen die eigentlich nur, wenn du die Sprinten da angreifst. Ja, tu ich ja. Vielleicht solltest du das mal lassen. Schafe auch fliegen können, wenn ich die Sprinten angreife? Ja. Wie schön, wenn wir uns mal wieder überhaupt nicht dafür entscheiden können, wo wir bauen, weil ich will eigentlich diese verdammten riesigen Kliffen haben. Kliffe? Was ist denn die Mehrzahl von Kliff? Irgendwas Leuchtendes, Grünes, Blinkendes? Ja, das sind die Erfahrungspunkt-Orbs. Oh, was ist denn hier los? Stein direkt an der Oberfläche? Also die Wüste scheint ziemlich groß zu sein mit dem Fluss. Stein an der Oberfläche, Kohle. Wir haben Tag, wieder mal. Und Nacht. Mir geht gerade mein Hunger-Dingens da flöten. Oh, nicht nur dir. Ja, jetzt habe ich wieder... Ach, da. Wollen wir nicht daneben dann in diese Höhle zurück? Als Bleibe. Ja, dann müssen wir die aber auch ausbauen. Also willst du nicht? Lohnt sich das? Keine Ahnung, wo willst du hin? Wir können uns auch hier schnell ein Häuschen bauen und dann unsere Betten legen. Komm auch mal.
Genau, da eben nach oben bauen. Was denn? Ich habe gar keine Sachen dafür da. Nur so ein bisschen Dirt. Ja, warte. Boah, 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 boah.